Ja, hallo YouTube. Willkommen bei unserem Dragonflight-Projekt. Wir spielen auf unserem eigenen Dragonflight-Server. Und ja, wir werden jetzt hier mal schön den Enhancer leveln und mal alles bis Dragonflight durchspielen. Ist nicht alles verfügbar oder alles habe ich noch nicht gefixt. Aber etliche Sachen habe ich gefixt und wurden auch durch GitHub gefixt. Wir werden auch in einige Punkte kommen, die noch nicht so richtig funktionieren. Die werde ich versuchen zu fixen, dass wir sie spielen können. Und ja, ich habe nach Möglichkeit alles soweit Blitz-like gelassen. Und das werden wir jetzt zusammen uns einmal anschauen und durchspielen. Mal gucken. Teilweise werde ich noch ein bisschen an der Performance schrauben, aber das soll nicht euer Gedanke sein. Da kümmere ich mich drum. Wenn ihr Lust habt, dabei zu helfen und zu unterstützen, die Datenbank ist auf Basis von Trinity Core. Ihr könnt da gerne Fixes hochladen, mir den Link in den Kommentaren zukommen lassen und dann binde ich die gerne ein. Oder wenn ihr eigene Ideen habt, die ich ganz cool finde, wo ihr der Meinung seid, das wäre ein geiles Ding, schreibt es in die Kommentare, haut es raus und ich werde versuchen, es hier natürlich mit einzubinden. Das Glück Mal sei schauen, mit dass ich die euch. Tage noch einen Discord aufsetze. Den Link packe ich natürlich dann auch unten rein. Da könnt ihr dann natürlich Lasst auch stets Sachen Barmherzigkeit reinpacken und zukommen lassen. Ja, das wird hier schon ein richtig cooles Projekt. Da habe ich richtig Bock drauf. Mal gucken, ob wir den Schamanen als Ele oder Enhancer spielen. Einzigst die Raids noch ein kleines Problem. Was heißt ein kleines Problem? Es gibt ja jetzt hier diese NPC-Helfer. Die habe ich aktuell so, dass ich die auch in den Raids gespawnt habe und die helfen. Aber das funktioniert aktuell noch so ein bisschen semi. Also wenn ihr da noch eine coole Idee habt, haut raus. zuerst etwas anvisieren. Ich hätte Bock auf die NPC-Bots, aber die kriege ich irgendwie aktuell noch nicht zum Laufen. Ich habe kein Ziel. Also das ist noch kein schöner Anblick, sagen wir es mal so. Sammeln wir mal hier das Karottenblut. Wenn einer möchte und einen Windows-Server zur Verfügung hat, bin ich auch gerne bereit, den Server online zu stellen, dass ihr gerne mitspielen könnt. Aber auch nur, wenn da das Interesse groß genug ist und die Nachfrage. Seid ihr auch herzlichst dazu eingeladen, das Ganze mit uns zu gestalten und mit mir, weil da ein richtig cooles Projekt draus machen kann. Und demnächst startet die Beta von The War Within. Da werden wir sehen, dass wir da was machen können. Mal gucken, inwieweit ich dazu was zusammengeschustert kriege. Aber auch da werden wir dann zusammen definitiv mal reinschauen. Wir werden jetzt erstmal schön gemütlich hier das Schamanengebiet durchquesten und ja, mal gucken, wohin die Reise uns führt. Na, wann ich anfangen muss nachzuprogrammieren. Das Ende der Legion rückt näher. Wie gesagt, Unterstützung ist da gerne Möge gesehen. eure Familie gesegnet sein. Wenn ihr da was habt, sehr, sehr gerne. Umso einfacher ist es natürlich dann. Für mich und für euch auch. Und wenn wer Bock hat, wie gesagt, Willkommen! Stöbert nach eurem Belieben! stelle ich den Server gerne online, dass ihr da natürlich auch drauf spielen könnt.
An sich läuft er ja stable. Jeder Tag ist ein Segen. Gute Reise. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier die Geschichte an. Nicht aufgeben. So, hier ist noch irgendwo eine Quest. Wo ist er denn? Draußen? Ja, draußen. Die Naru haben uns nicht vergessen. Ja, das ist schön, wenn die euch nicht vergessen haben. Grüße, Freund. Möge eure Familie gesegnet sein. Da haben wir schon mal die Heilung. Die packen wir mal. Haben wir die mal hier. Lasst stets. Ich glaube, Carsten funktioniert hier aktuell noch besser als zuhören. Mal schauen. Naja. Ich den Sound irgendwie furchtbar finde. Kann man den ein bisschen leiser drehen? Effekt müsste das doch sein. Effekt. Obwohl, Umgebung kann man lassen. So, jetzt immer noch so ohrenbetäubend. Ich brauche ein Ziel. Besser. Viel besser. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wirklich Loot habt ihr ja nicht. Ihr wollt mir nichts geben, oder? Ich habe kein Ziel. Na dann nicht. Dann machen wir es halt so. Auch kein Problem. Der Niederschlag, ist das das hier? Ja. Ich muss näher ran. Muss ich den an den Figuren üben, wa? Ja, ich glaube. Probieren wir das doch gerade einfach mal aus, ob das hier in den Attrappen gemacht werden muss. Naja. Mal gerade gucken, ob hier noch was. Ein Dreierseite des Abstützes auf dreimal die Anwendung mit dem Schlag. Ja, doch, eigentlich an den Puppen. Aber. Das will noch nicht. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Probieren wir es nochmal. Ja, auch nur die. Gehen wir gerade erstmal die Quest ab hier. Jeder Tag ist ein Segen. Aber. Es scheint hier an denen nicht zu funktionieren. Okay. Da kann ich schon. Ein Ticket schreiben. Ja, ich würde das gerne über die Ingame-Tickets machen, weil dann sehe ich das nämlich auch in der Datenbank. Das ist für mich einfacher, wenn es geht. Probieren wir mal aus.
Sollte man übrigens auch mal testen. Aber ich glaube, es ist noch deaktiviert. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier mal Quest Complete. Dann probieren wir das so. Die Naru haben uns nicht vergessen. Wo können wir die Quest abgeben? Hier irgendwie nirgends, okay. Gut, dann retten wir euch erstmal. Ja, ihr seid gerettet. Ich bin krass. Lasst mich die Quest abgeben. Hallo, Fremder. Akal Hector. So. Du noch. Möge das Licht euch umarmen. Und dann geht's weiter. Verderbte Blumen. Sind die da hinten? Okay, was bist du denn hier eigentlich? Ja, Totems würde ich hier unten eigentlich nicht dran haben. Heute könnten wir hier oben reinmachen. Also das so, nur oben die Totems. Werden wir wahrscheinlich sowieso später noch alles ein bisschen ändern, aber so für den Anfang, denke ich, ist das ganz cool so. Ich schnitzel nochmal weg hier. Alles kein Problem, wobei eigentlich müssten wir es nicht. Ja, die greift mich ja sowieso noch nicht an. Mal hier die drei Blumen. Du noch. Und weiter geht's. Natürlich müssen wir wieder da hoch ran. War ja klar. Warum soll es auch anders da sein? Das Gebiet ist schon schön gemacht. Weil ich persönlich auch nicht unbedingt der Fan von diesem Gebiet bin, aber es ist dennoch schön gemacht. Seid gesegnet. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Öffnet euer Herz dem Licht. So. Dann dürften wir ja eigentlich darüber dürfen. Ja, haben wir eine kleine. Ja, wir haben eine kleine Tasche bekommen. Ja, dann dackeln wir mal mit unseren Hupfen da so zack, zack, zack rüber. Und schauen mal. Ist das hier überhaupt der Weg darüber? Oh, nicht ganz. Ah, diese Musik, ey. Weckt so harte Erinnerungen. Aber ich finde die Musik tierisch entspannend in manchen Gebieten. In manchen Gebieten finde ich sie einfach tierisch nervig. Aber hier? Sehr angenehm. Angenehme Stimmung. Wenn wir laufen, gönne ich mir mal ein Käffchen. In diesem wunderschönen Montagmittag.
Ich hoffe, ihr habt die Unwetter gut überstanden. Hier war Gott sei Dank nicht viel. Ich hoffe, ihr seid auch unbeschadet durchgekommen. Aufleuchten. Das sieht doch gut aus. Arkinon Poros. Gehabt euch wohl. Und weiter geradeaus. Okay. Ja, nicht wundern. Ich habe die Settings aktuell mal runtergeschraubt. Ich werde da noch ein bisschen dran rumschrauben. Aber aktuell zum Tests wecken und einstellen und so ist das erstmal der angenehmste Weg. Möge das Licht euch umarmen. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Ah, hier können wir wieder was fangen. Gucken. Ich glaube, hier mussten wir uns ja einsteigen. Das funktioniert irgendwie auch nur so semi. Ah ne, funktioniert, okay. Gut, das funktioniert. Sehr schön. Funktioniert das auch im Schwimmen, ist die Frage. Jawohl. Na ihr lieben Crabs. Crabs. Da sind natürlich keine drin, warum auch. Oh, come on. Ich wollte das eigentlich nur so beiläufig hier mal eben schnell fangen und nicht hier einen Kilometer im Kreis schwimmen. Ach, die mögen mich nicht. Sehe schon, das dauert wieder ein bisschen länger hier. Wäre ja auch sonst zu einfach. Noch mehr, da ist noch was. Schwumm. Ja, da ne, irgendwie habe ich im Spiel immer die Angewohnheit, ich muss springen. Genauso wie mit Nachtelf mit ihrem Salto. Du bist die ganze Zeit, jedes Mal, du irgendwo hin travelst, nur am Springen. Ist das bei euch auch so? Macht zwar eigentlich absolut keinen Sinn, aber irgendwie. Ja. Tut man's. Warum auch immer. Man tut es einfach. Sind hier noch mehr oder können wir umdrehen? Ich glaube fast, wir können umdrehen. Na, komm, wir drehen um. Jetzt hier ein bisschen an den Strand schwimmen, dass wir laufen können. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht mehr, wollen wir die den Geisterwolf gekriegt hat. Das wäre natürlich jetzt angenehm, aber können wir noch nicht. Och, gibt's hier nichts mehr im Wasser oder wie? Ah doch, da vorne. Noch mal überlegen, ob ich mir die Account-Sachen holen soll oder nicht.
Aber ich glaube, zum Testen ist das ohne besser. Bin mir noch nicht ganz sicher. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr das besser fändet. Oder ob ihr es mal sehen wollt. Also komm, einmal Fische noch her. Auf geht's. Nein, natürlich nicht. Aber du. Komm, gib alles. Fang die Fische. Das kann doch nicht wahr sein. Come on. Come on, come on. Na, dankeschön. Looten? Okay, anscheinend nicht. Grüße, Freund. Seid wachsam. Ab. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Seid herzlich gegrüßt. Ah, hier können wir angeln lernen. Na, dann machen wir das doch mal. Ich hasse zwar Angeln, aber wir lernen es mal. So, das können wir auf die Waffe machen. Und dann gucken wir mal kurz hier. Das sind wahrscheinlich die hier, oder? Ja. Wäre schon praktischer, wenn wir ein Enhancer spielen wollen, wäre es eigentlich schon cool. Was gibt es denn hier hinten noch? Ist das Schmuck? Schmuck. Ist nur für die Horde, ja, okay. Ja, mal sehen. Überlege ich mir noch. Nachtfisch haben wir gelernt. Können wir jetzt. Gute Angeln braucht kein Mensch. Aber wir könnten's. Komm, schmeiß den Scheiß hier weg, ey. Tschüss. Das machen wir irgendwann mal, aber nicht heute und nicht jetzt. Dann sind wir auch schon angekommen hier in der Azurwacht. Öffnet euer Herz dem Licht. Gehen wir einmal an. Leonis Akka. Nehmen die anderen Sachen alle an. Seid gesegnet. Da können wir noch was abgeben. Dapsel, Dapsel, Dapsel. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Ach, muss ich nur nehmen wir den Fisch her. Gute Reise. Und wir machen mal hier. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Das nehmen wir auch noch an. Daneben können wir noch was abgeben. Die Naru haben uns nicht vergessen. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Nehmen wir dann das auch noch an. Achso, wir haben leicht erhöhte Werte für Ruffraktionen. Arkenon Poros. Dass das ein bisschen angenehmer ist. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Okay. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Absolut. Sucht den Pfad des Lichts. Davon können wir leben. Davon können wir noch eine annehmen.
Arkenon Poros. So. Das übersetzen wir gerade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Während wir dann hier alle kleineren Aufgaben erledigen, die uns die Azurwacht so zur Verfügung stellt. Und ja, schauen wir, wohin uns das Abenteuer noch so bringt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sagt, bringt eure Ideen mit ein und ich schaue, was ich davon mit einbauen kann. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Abo da, damit würdet ihr mir sehr viel helfen. Ciao, ciao!